ich wollte mal mit euch ein bisschen über Neville Goddard reden. Jetzt will ich das gleich nochmal teilen in meiner Facebook-Gruppe. Ja, Neville Goddard ist ja, langsam wird er wieder populär. Er wird populärer und populärer, vor allem auf der, in der englisch sprechenden Community. Weiß nicht, er ist eigentlich der Meister, der Interpretator der Bibel. Ja. Neville Goddard hat die Kunst des Manifestierens aus der Bibel herausgelesen, weil es eben da schon drin steht. Und die ganzen Wahrheiten über uns als Schöpfer, sind schon lange bekannt. Das einzige Problem für uns ist, wir wissen oder haben nicht so wirklich gelernt, wie wir dieses Wissen über uns und über uns als Schöpfer anwenden können. Schöpfer heißt, wir sind die Menschen, die sich und ihr Leben erschaffen. Hi Irma, guten Morgen. Und in der Bibel, wenn wir die Bibel nicht kirchlich oder religiös interpretieren, steht in der Bibel ganz genau drin, wie wir, hallo Carmen, guten Morgen, wie wir als Schöpfer hier zu wirken haben, zu wirken sollen. Nur es hat uns keiner beigebracht, es wurde uns immer das Gegenteil beigebracht. Wir sind die Kleinen und der liebe Gott ist da oben. Und das ist das Falscheste und das Verlogenste, was es überhaupt gibt. Und wenn du jemandem sagst, du bist Gott, dann kriegt er total die Krise, weil wir alle diese Vorstellungen haben, die uns eben Religion und Kirche vermittelt haben. Viele hier sind wie ich, Dr. Joe Dispenza, Studenten sozusagen, und er nimmt halt nicht das Wort Gott, sondern er sagt, du bist ein Genie. Ein Genie, was ist denn ein Genie? Ein Genie ist jemand, der alles kann. Aber wie wirkt ein Genie auf dieser Welt? Wie wirkt ein Genie? Wenn du als Genie durch diese Welt wandelst, das bedeutet, du erschaffst alles, du erschöpfst alles, du kreierst alles aus dem Raum der unendlichen Möglichkeiten. Aber die allerwenigsten wissen genau, wie es geht. Und genau auch das sagt Neville Goddard. Durch deine Vorstellung. Deine Vorstellung ist Gott. Deine Vorstellungskraft ist deine Schöpferkraft. Du kannst alles haben, was du dir vorstellst. Nur, was stellst du dir denn meistens vor? Wie die Dinge schlecht laufen. Wie du zu wenig hast, zu wenig Liebe, zu wenig Geld, zu wenig Freiheit und so weiter und so fort. Das stellst du dir meistens vor. Weil darauf bist du konditioniert worden und es ist nicht mal deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Nur, Schuld hin oder her. Jetzt geht es darum, dass du weißt, wer du wirklich bist. Dass du weißt, wo deine Power liegt. Nämlich in deiner Vorstellungskraft. Und das ist auch das für die, die mir jetzt hier zuhören, von die Dr. Joe Dispenza kennen, die seine Meditation machen, die seine Bücher gelesen haben und so weiter und so fort. Wohin schickt dich eine Meditation? In deine Vorstellungskraft. Eine Meditation schickt dich in deine Vorstellungskraft. Und insbesondere die Meditation von Dr. Joe Dispenza, die schickt dich in deine reine Vorstellungskraft. Die bringt dich dazu, dich zu deidentifizieren von all deinen falschen, verlogenen Vorstellungen über dich im Mangel, über dich als ausgeliefertes Wesen, über dich als Opfer. Sondern diese Meditationen schicken dich in einen Raum
in dem alles ist. Und wer kreiert diesen Raum, in dem alles ist? Du kreierst alles durch deine Vorstellungskraft. Du bist die einzige herrschende Kraft in deiner Vorstellung. Und deine Vorstellung ist Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, was du dir vorstellst. Dass du bewusst mit deiner Vorstellungskraft arbeitest. Dass du bewusst da reingehst und schaust, was stelle ich mir denn gerade vor? Und zwar, wir stellen uns alles vor. Du siehst einen Hund und du stellst dir einen Hund vor. Du siehst einen schwarzen Hund. Du hast deine Assoziationen in Bezug auf einen schwarzen Hund. Die sind komplett anders von irgendjemandem, der eine Assoziation auf einen schwarzen Hund hat. Du hast deine allereigenste Assoziation in Bezug auf alles. Und diese Assoziation, die du hast, kreiert alles. Alles, was du dir vorstellst unter einem schwarzen Hund, der dir begegnet, wird dafür sorgen, was du in dir fühlst, ob du Angst hast, ob du auf den Hund zugehst, ob du den Hund liebst, ob du den Hund verabscheust. Es ist einzig und allein deine Assoziation, das, was du verbindest mit deiner Vorstellung. Und wenn du das weißt und wenn du da hinschaust, was alles du assoziierst, das ist so ein kompliziertes Wort, was du mit Dingen, Vorstellungen, Situationen, Geschichten verbindest, das ist so. Dein Wille geschehe. Der schwarze Hund ist gefährlich für dich. Dein Wille geschehe. Der liebste schwarze Hund wird sich für dich als gefährlich erweisen. Das kann der liebste Schoßhund sein und du gehst mit einem Gefühl der Angst an diesem schwarzen Hund vorbei. Wer hat's kreiert? Wer hat's gemacht? Du alleine. Und so ist es mit allem. Mit allem, ohne Ausnahme. Und diese Zusammenhänge, die wir schustern, die sind so entscheidend. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, werden wir unbewusst immer wieder Dinge, Situationen, Begegnungen, Menschen erschaffen, die so sind, wie wir es uns vorgestellt haben. Das ist so essentiell, das ist so ein Job, zu erkennen, was du assoziierst, um das dann zu verändern zu können. Und damit veränderst du dich selber, deine komplette Gefühlswelt und im Folge daran deine komplette Außenwelt, deine komplette Erfahrungswelt. Aber zuerst ist die Arbeit im Innen zu machen. Zuerst ist im Innen aufzuräumen. Und dieses Innen beinhaltet deine Gedanken, Vorstellungen, Rückschlüsse, Interpretationen, Paradigmen, Geschichten etc. etc. Das ist das, was dich ausmacht, was du denkst, was du glaubst, was du assoziierst, wie du alles betrachtest. Das macht es aus. Du kennst dieses Experiment mit der Zitrone. Denk mal an eine Zitrone. Und wenn du an diese Zitrone denkst, dann merkst du, wie sauer wird und wie dir das Wasser im Mund zusammenrinnt. Aber stell dir vor, du hattest noch nie eine Erfahrung mit einer Zitrone. Und es ist nur für dich eine gelbe Kugel. Glaubst du, dir würde das Wasser im Mund zusammenlaufen? Tut es nicht, wenn du eine gelbe Kugel hast. Und wenn du eine Zitrone anschaust mit dem Wissen und der Überzeugung, es ist nur eine gelbe Kugel.
dann läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Wenn du eine gelbe Kugel anschaust, mit der Assoziation, es ist eine Zitrone, läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Daran erkennst du, es ist nur ausschlaggebend, was du denkst. Das ist das Einzige, was hinterher erschafft, erschöpft und kreiert. Und du hast so viele Möglichkeiten zu denken, was du willst. Du hast so viele Möglichkeiten, deine Ansichten zu verändern, zu deinen Gunsten. Und jetzt will ich es nicht zu lang machen, aber ich schneide nochmal schnell diese Geschichte aus. Everyone is you pushed out. Das heißt, jeder wird dir so begegnen, wie du eine Meinung von dieser Person hast. Unabhängig davon, was für eine Geschichte du mit dieser Person hast, da liegt es eben ganz genau an dir, an deiner alleinigen Disziplin, dir zu erlauben, alles mit den Augen zu sehen, mit denen es sich für dich gut anfühlt. Und das wären die Augen eines Gottes. Es wären die Augen einer liebenden Intelligenz. Es wären die Augen der Liebe. Und diese Augen der Liebe kannst du dir nur aufsetzen, wenn du wirklich, wirklich ganz sicher weißt, wer du bist. Wenn du wirklich, wirklich weißt, dass du nicht deine Geschichte bist, dass du nicht deine Stories bist, dass du nicht deine Überzeugungen bist, sondern dass du das reinste, perfekteste, liebendste, göttliche Wesen bist, das ich nicht scheren muss, um was es jemals als Mensch, als menschliche Geschichte, als menschliche Überzeugung, als menschlichen Schmerz, als menschliche Ablenkung erfahren hat. Sondern in dem Moment, in dem du in deine hundertprozentige Kraft trittst und dein Verstand auch so genau weiß, dass deine Power in deinen Gedanken liegt, dann wird sich deine Welt für dich verändern. Dann werden sich deine Ansichten verändern und dann wird sich dein komplettes Leben verändern. Dann wird es sich verändern, wie du dich selbst für dich anfühlst. Dann wird es sich verändern. Alles wird sich für dich verändern. Es werden sich deine zwischenmenschlichen Beziehungen verändern. Es wird sich alles so schön verändern, in dem Moment, in dem du in deine hundertprozentige Kraft trittst, in deine Power. Und dieses Blablabla aus spirituellen Ecken, ja, wir haben ja Angst vor unserer wahren Kraft und Macht. Wieso denn? Wenn sie in die richtige Richtung gelenkt wird, brauchst du doch keine Angst haben. Da kannst du dich bemächtigen und ermächtigen, die Welt zu verändern. Durch dich, durch deine Vorstellungskraft. Wenn du das Beste und das Schönste ersehen kannst, erschöpfen kannst und dich nicht blenden lässt von deinen Rückschlüssen, von deinen Interpretationen, von deinen Geschichten, von deinen Regeln, von deinen Bedingungen, von deinen Paradigmen, wenn du all das ablegst und sagst, ich sehe nur noch das, was ich sehen möchte, weil ich weiß, meine Gedanken kreieren, weil ich weiß, meine Vorstellungskraft kreiert alles. Und warum sollst du wissen, dass es so ist? Weil es schon immer so war. Wenn du ganz, ganz ehrlich mit dir bist und in Situationen deines Lebens zurückgehst, frag dich einfach nur, wovon war ich überzeugt, bevor das passiert ist, was passiert ist? Wenn du dich getrennt hast, wovon war ich überzeugt, bevor es zur Trennung kam? Was waren meine Ansichten über mich und meinen Partner, bevor es zur Trennung kam? Was waren meine Ansichten über das Leben, bevor es zur Trennung kam? Ich schwöre dir mit hundertprozentiger Sicherheit, deine Ansichten waren
dass du es nicht willst, dass es schlecht ist, dass es dir nicht gefällt, dass dein Partner nicht gut genug zu dir ist, dass die Situation nicht gut genug ist, dass du nicht verstanden wirst, dass du nicht unterstützt wirst und so weiter und so fort. Es ist immer die gleiche Scheiße, die wir denken. Und es ist nicht unsere Scheiße alleine, es ist die Scheiße, die uns beigebracht worden ist, die wir konditioniert worden sind und so weiter und so fort. Diese Scheiße, dass wir nicht gut genug sind, dass die anderen das alle sehen, dass wir nicht gut genug sind, dass alle wissen, wie schlecht wir sind und dass alle uns als nicht gut genug betrachten, behandeln. Deswegen werden wir nicht unterstützt, deswegen werden wir nicht geliebt, deswegen haben wir kein Geld und so weiter und so fort. Ich mache diese Sache jetzt schon lange genug, ich würde mal sagen 20 Jahre mit mir selber, 3 Jahre jetzt in Zusammenarbeit mit Klienten. Und es ist immer die gleiche Scheiße. Immer die gleiche Scheiße, die uns entmachtet, immer die gleichen Gedanken, immer die gleichen Vorstellungen, die immer zu den gleichen Gefühlen führen, die immer wieder zu den gleichen Manifestationen führen. Wir sind alle eins, wir sind alle so gleich. Und zwar, wir sind alle so gleich in unseren Konditionierungen durch diese Gesellschaft und wir sind alle so gleich durch die Wahrheit unseres göttlichen Wesens. Und wir sind alle so gleich, dass wir hierher gekommen sind, um diese Konditionierungen hinter uns zu lassen und in unsere Wahrheit einzusteigen und aus unserer Wahrheit heraus ein Leben in Liebe, Freude, Freiheit und Glückseligkeit zu kreieren. Und es liegt alles an uns. Es braucht keine Situation, es braucht keinen Erlaubnisgeber, es braucht keine andere Person, es braucht nur uns und die Bereitschaft, die Wahrheit zu erkennen, die wir schon lange in unserem Herzen spüren, die Wahrheit zu erkennen und die Wahrheit zu leben, wirklich, wirklich zu leben. Und dazu ist es essentiell, einfach nur eins zu wissen. Das, was ich jetzt in meiner Realität, in meiner Welt sehe, das habe ich früher kreiert. Wenn ich jetzt etwas anderes kreiere, werde ich etwas anderes in meiner Realität sehen. Und es geht so weit, wenn du jetzt einen Partner kreiert hast, der nicht für dich da ist, der dich nicht unterstützt, dann liegt es an dir, in dir selber, einen Partner zu kreieren, der dich liebt, unterstützt, so wie du es dir wünschst, weil du die Frau oder der Mann bist, der du dir wünschst, und dieses aus dir heraus zu pushen. Du kreierst es zuerst in dir, du kreierst deine Welt, wie du sie haben willst, wie sie dir gefällt, erst in dir. Und das bedeutet, du darfst nicht mehr reagieren auf das, was sich dir zeigt. Du musst autonom, du musst frei sein, du musst frei entscheiden. Du kannst dir keine Erlaubnis im Außen suchen. Sonst bist du wieder in diesem alten Hamsterrad drin. Du siehst was, es ist nicht schön, du reagierst darauf. Anstattdessen, du siehst was, es ist nicht schön, du stellst dir die Frage, welche Überzeugungen, welche Annahmen, welche Rückschlüsse muss ich in mir verändern, damit ich etwas anderes im Außen kreiere. Guten Morgen, ihr Lieben. Und das ist die Arbeit. Die Arbeit, die Arbeit, die Arbeit. Was muss ich denken? Was darf ich glauben, damit die Dinge im Außen so sind, dass sie mir gefallen? Und ein ganz kleines Beispiel. Wieder, du siehst eine Person, die sieht nicht gut aus in deinen Augen. Die ist irgendwie angezogen, die verhält sich so, was auch immer. Und du denkst, oh, mit der will ich nichts zu tun haben. Fühlt sich das gut für dich an? Nein. Also, dann stellt sich die Frage, was kann ich über diese Person denken, damit sie sich für mich gut anfühlt? Wie kann ich die Person so kreieren, dass es für mich liebend ist? Und dann muss ich meine Perspektive ändern. Dann muss ich es verändern, dass ich die Ansicht habe, ein rotes Kleid steht ihr nicht, zum Beispiel. Dann kann ich einfach sagen, sie hat ein rotes Kleid an, es steht ihr gut. Sie sieht toll aus in einem roten Kleid. Und das machst du so lange, bis es sich gut bei dir anfühlt, wenn du diese Person betrachtest. Das ist die einzige Kunst, das ist der einzige Zaubertrick,
dass du lernen musst, mit dir, mit deinen Gedanken und mit deinen Überzeugungen so umzugehen, dass es sich wirklich gut anfühlt. Weil du bist hier, dass die Dinge sich gut für dich anfühlen. Du bist hier, dass du dich für dich gut anfühlst. Du bist hier, dass das Leben sich für dich gut anfühlt. Und jetzt geht es darum, das zu lernen. Weil dieses Wie haben wir nicht gelernt, weil wir sollten es nicht lernen. Wir sollten nicht wissen, wie kraftvoll wir sind. Wir sollten nicht wissen, wie frei wir sind. Wir sollten nicht wissen, dass alles in uns steckt und dass die ganze Welt aus uns heraus entsteht. Das sollten wir nicht wissen, dass es so ist, weil wir haben die Illusion bekommen, dass die Welt schon so ist und die Welt unveränderlich ist und wir das Opfer in dieser Welt sind. Kasten, Herkunft, alle Überzeugungen, die uns eingeimpft und eingetrichtert worden sind, die uns klein und machtlos gemacht haben, wenn wir sie geglaubt haben. Es gab schon immer wieder diese Rebellen, die nie was geglaubt haben, was ihnen gesagt worden ist. Die einfach das gemacht haben, was sie wollten. Und genau die haben die Welt kreiert. Ob sie sie jetzt im Guten oder im Schlechten kreiert haben, weil sie nicht wussten, wer sie wirklich sind, als göttliches, liebendes Wesen. Das sei dahingestellt. Aber du kreierst nur, wenn du dich als unabhängiger Schöpfer erfährst. Wenn du dich als diese machtvolle, kraftvolle Version deiner selbst erfährst. Als dieses göttliche Wesen. Und ich sage es extra immer wieder, weil ganz, ganz viele haben mit diesem Wort göttlich ein Problem. Und da solltest du dich fragen, warum hast du mit dem Wort göttlich ein Problem? Nicht, weil das Wort göttlich per se ein Problem in sich birgt, sondern weil du Rückschlüsse und Assoziationen mit dem Wort göttlich hast. Und es sind deine Rückschlüsse und es sind deine Assoziationen und es ist deine Meinung. Und ich will dir nur eins sagen, bevor ich nicht in Frieden kam mit einer Vorstellung von etwas Göttlichem, solange ich auch auf der Schiene von Dr. Joe Dispenza versucht habe, dieses Wort göttlich zu neutralisieren, war immer noch meine Ansicht, über göttlich, über Göttlichkeit, über göttliche Kraft da. Und erst in dem Moment, als ich erkannt habe, was göttlich wirklich bedeutet und was göttlich heißt und dass ich göttlich bin und dass wir hier in einem göttlichen Universum leben und kreieren, als ich das für mich als Liebe anerkannt habe, das ist Liebe, das ist Leben, das ist das Prinzip unseres Seins, das ist das Prinzip unserer Existenz. Als ich das erkannt habe und in Frieden kam mit dem Wort göttlich, auf Deutsch vor allem, auf Englisch war es für mich noch nie so ein großes Thema. Oder auch mein erster Dr. Joe Dispenza Workshop hatte ja das Thema Love Affair with the Divine. Das hat mich total angezogen und Divinity und Divine und dieses Wort, das war immer so schön für mich. Und kaum kam einer daher und hat gesagt, göttlich. Wo? Göttlich. Oh, das ist von Gott. Gottes Segen. Ja. Warum? Warum ist es so? Es ist so, weil es uns in Schule, Kirche, Religion so eingetrichtert worden ist, dass göttlich frevelhaft ist, Gotteslästerung und all diese Bedeutungen, es sind nur Bedeutungen. Und es ist für uns so angesagt, mit all diesen Bedeutungen, die uns dazu bringen, dass wir uns von unseren Wünschen, von unserer Kraft, von unserer Wahrheit trennen, dass wir diese Bedeutungen nicht weitertragen, sondern dass wir Bedeutungen verändern, dass wir Bewertungen verändern, dass wir Einschätzungen verändern. The Law of Assumption, das ist das, was du denkst, das Gesetz, das, was du denkst, was du glaubst, was wahr ist,
Das ist dieses krasse, heftige Gesetz. The Law of Attraction ist nur ein Ergebnis vom dem Gesetz der Rückschlüsse, der Assoziationen, der Bewertungen, der Bedeutungen. Auf Deutsch gibt es nicht so ein gutes Wort dafür. Aber das ist das Schlüsselgesetz. Und das ist so kraftvoll und so powerful. Und da kannst du in der schönsten, geilsten Energie hin und her wandeln, wenn du irgendwelche Rückschlüsse ziehst, die dagegen stehen, die dagegen sprechen, dass du perfekt bist, dass du in Fülle lebst, dass du ein Schöpfer bist. Aus welchen, irgendwelchen hintergründlichen Gedanken, dann wird das für dich wahr sein. Dann ist es deine Wahrheit. Du hast immer recht. Deine Überzeugungen sind immer richtig. Das, was du glaubst, stimmt immer. Das, was du über dich glaubst, das, was du über andere glaubst, das, was du über das Leben glaubst, das, was du über die Funktionsweise des Lebens glaubst, stimmt immer. Und wenn es dich irgendwo einschränkt, wenn es dich irgendwo traurig macht, wenn es dich irgendwo unglücklich macht, was du glaubst, was du denkst, was für Rückschlüsse du ziehst, dann hast du die Kraft und die Macht und die Bestimmung und die Aufgabe und die Pflicht, das zu verändern. Weil du bist hier, um ein wunderbares Leben für dich und andere zu kreieren. Und das beginnt in deiner Vorstellung. Und das beginnt darin, was du dir erlauben und vorstellen kannst. Und es ist so, so, so kraftvoll. Du bist so, so kraftvoll und du bist so machtvoll. Und wenn du diese Dinge lernst zu handeln, dann verändert sich dein Leben. Und wir sind jetzt eine Woche und einen Tag im Divine Creation Mastermind, im göttlichen Schöpfer Mastermind auf Deutsch zusammen. Ich mit 11 Frauen. Und wir haben Wunder kreiert in einer Woche. Frauen haben sich gelöst von ihren Stempeln, Diagnosen, Krankheiten, die ihnen übergeben wurden und die sie wissend, unwissentlich oder in falschem Wissen angenommen haben. Und jetzt sind sie in ihre Kraft gekommen und sie wissen ihre Wahrheit über sich und sie wissen, was es bedeutet, eine Diagnose anzunehmen. Das ist nur eine Interpretation über dich anzunehmen, eine fehlerhafte Interpretation, dass du krank bist, dass du nicht gut genug bist. Und solange du diese Interpretation für dich annimmst, aus welchem Grund auch immer, aus welcher Überzeugung, auf welchem Glaubenssatz auch immer, wirst du mit dieser Interpretation für dich durchs Leben laufen, aus diesen Augen dieser für dich falsch, verlogen interpretierten Persönlichkeit alles wahrnehmen. Du bist so eingeschränkt, du bist so klein, du bist so minim, du bist so kraftlos, du bist so machtlos, du fühlst dich so scheiße. Nur weil du einen verdammten Sack an Lügen über dich und über das Leben, über das, was du bist, wer du bist, wie kraftvoll und machtvoll du bist, geglaubt hast. Weil du irgendwelche Einschränkungen für dich akzeptiert hast in einem Universum der unbegrenzten Möglichkeiten, aus denen du schöpfen kannst und wo dir niemand beigebracht hat, wie du daraus schöpfen kannst. Und wir müssen uns das wieder beibringen. Wir dürfen uns helfen lassen. Wir dürfen uns unterstützen lassen. Und ich kann euch nur hier nochmal sagen, es ist unglaublich, was innerhalb von einer Woche, von 8 Tagen, Frauen, die sich vorher nicht kannten, eine Gemeinschaft entstanden ist. Eine Gemeinschaft von Menschen, die wissen, wer sie sind und die sich gegenseitig immer wieder daran erinnern, wo die Kraft und wo die Power ist und die sich langsam schälen von diesem ganzen Bullshit an Einschränkungen, an Unterdrückung, an Schmerz, an Last, sich sowas von befreien und sich erlauben zu denken, was sie wollen. Sie erlauben sich zu denken, was sie wollen über sich. Sie denken, was sie wollen über die Welt. Sie denken, was sie wollen über alles.
Und zwar aus dem Wissen heraus, dass alles perfekt und alles Liebe ist. Und weil sie wissen, dass wenn ich Perfektion und Liebe sehe, werde ich es kreieren. Es ist simpel, simpel, simpel. Aber wir sind anders programmiert. Unser Automatismus lenkt uns immer wieder auf diese Sachen, die wir nicht haben wollen. Und diesen Automatismus zu überlisten und dahin zu bringen, dass er neu wird, dass, ich meine, viele sagen, neue neuronale Pathways zu bilden. Aber diese göttliche Energie macht es nicht alleine, sondern wir brauchen uns, unseren Fokus, unsere Gedanken, unsere Vorstellung dazu. Weil wenn diese Vorstellung nicht zusammen ist mit der göttlichen Energie, das ist ja übrigens auch das, was man immer sagt, Herz- und Hirnkohärenz. Aber da kannst du dich auch wieder schlapp meditieren, bis du Herz- und Hirnkohärenz fühlst und dann fühlst du dich kurz mal klasse. Da kommt ein schwarzer Hund, den hast du nicht berichtigt und du hast Angst und rennst davon. Und wie kreierst du diesen schwarzen Hund für dich, dass er dir keine Angst mehr einjagt? Ja? Komme ich wieder mit meinem schwarzen Hund. Es reicht nicht, solche Meditationen, solche Vorstellungen und Visionen zu machen, wenn du den ganzen lieben langen Tag nicht damit beschäftigt bist, deine Ansichten zu verändern, deine Gedanken zu verändern, deine Wahrnehmung zu verändern, so dass es für dich angenehm ist. Und du kannst mir nicht sagen, dass es angenehm ist, dass wenn du Angst hast vor schwarzen Hunden, dass du schwarzen Hunden begegnest. Und da brauchst du auch keine Traumatherapie. Sondern da musst du einfach nur kapieren, der schwarze Hund ist nicht das, was ich über ihn denke, ursprünglich in der Geschichte, vielleicht weil er mich mal gebissen hat, das muss mich nicht interessieren. Mich muss interessieren, was ich jetzt entscheide, was ich über einen schwarzen Hund denke. Ein schwarzer Hund ist lieb. Ende Gelände. Und das denke ich so lange, bis mein ganzes System weiß, dass schwarze Hunde liebe Hunde sind. Egal, was du mal kapiert hast oder erlebt hast. Und das ist so ein kleines Beispiel. Aber es ist alles in deinem Leben, was es gilt für dich wieder in die göttliche Ordnung zu bringen. Und jedes Mal, wenn dir irgendwas begegnet, brauchst du Tools, wie du damit umgehst. Und das lerne ich dir im Divine Creation Mastermind. Das lerne ich dir, dass du jeden Moment weißt, was dein Gefühlszustand bedeutet für dich, wie du damit umgehst und wie du die Dinge kreierst, die du haben willst. Liebe, Freiheit, Geld, alles Mögliche, was sich gut anfühlt. Weil ehrlich gesagt, das, was du jetzt hast, hast du dir auch selber kreiert. Wenn es dir nicht gefällt, kreier was anderes. So einfach ist es. Und wenn du denkst, die hat's Rad ab, dann kannst du es denken. Ich habe so viele Erfahrungen, dass es genau so ist. Ich habe so viele Beweise von Frauen, von sogar einem Mann, von einem Tag auf den anderen Geld kreiert. 20.000 Euro zum Beispiel. Gesundheit kreiert. Schmerzen weg. Alles. Alles ist so einfach möglich. Aber wenn du jetzt da sitzt und sagst, nö, das habe ich so noch nicht erfahren, dann muss ich dir sagen, doch, das hast du schon so erfahren. Du hast schon so oft erfahren, wie deine Gedanken kreieren, wie deine Erwartungen kreieren, wie deine Vorstellungen kreieren. Du hast es immer schon erfahren, aber halt vielleicht so, wie es dir nicht gefällt. Du hast es immer schon erfahren, dass wenn du Angst gehabt hast, dass die Sachen so passiert sind und gekommen sind. Dass wenn du etwas befürchtet hast, wenn du befürchtet hast, dass irgendetwas eintritt, ah ja, es ist wirklich so. Ja, genau. Und ich kann dir immer nur wieder sagen, du hast immer recht, du hast immer recht, du hast immer recht, du hast immer recht. Also von dem her, such dir etwas aus, wo du recht hast, wo dir gefällt, oder? Wenn du sagst, ich bin reich, wäre doch besser, oder? Dass du da immer recht hast. Als wie wenn du dir den ganzen Tag sagst, ich habe nicht genug Geld, ich weiß nicht, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll. Jetzt ist Corona, jetzt ist Krise, alle Wirtschaft ist im Arsch, es geht nichts mehr weiter, wir sind am Ende als Gesellschaft, es ist ein Drama, bla bla bla. Ja, du hast immer recht.
du hast immer recht. Ja, aber guck doch mal da draußen, schau doch mal, was da gerade passiert, bla 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 bla. Hm. Ja. Will ich, dass es so bleibt? Will ich vor allem, dass es in meiner Welt, in meiner Realität Auswirkungen hat? Wenn ich das möchte, muss ich das affirmieren. Dann kann ich das affirmieren. Die Welt ist am Arsch, die Welt ist am Arsch. Oder ich kann affirmieren, die Welt ist für mich, die Welt ist für mich ist es immer gut, für mich klappt immer alles, ich bin perfekt, ich bin glücklich. Du affirmierst den ganzen Tag. Du machst deine Affirmationen in deinem Kopf den ganzen Tag. Wenn du dir überlegst, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen, wie soll ich meine Rechnung bezahlen, Hilfe, was soll ich machen, wie soll mein Business erfolgreich werden, na, wenn du dir diese Fragen stellst, die implizieren, mein Business ist nicht erfolgreich, ich habe nicht genug Geld, stell dir doch die richtigen Fragen. Oh mein Gott, warum ist mein Business so erfolgreich? Oh mein Gott, warum habe ich immer so viel Geld? Das wären die richtigen Fragen. Ja, aber spinnst du, kann ich mir doch nicht stellen, solche Fragen, Imposter-Symptom, bla bla bla. Deine Gedanken, Worte und Vorstellungen kreieren. Wie kriegst du dein Hirn dazu, das zu akzeptieren und das zu denken, was nachher das kreiert, was du haben möchtest? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Das ist das Wie. Wie schaffe ich das? Und dazu musst du Platz machen und dazu musst du wissen, wer du wirklich bist, wie Schöpfung funktioniert. In der Bibel steht es übrigens auch drin, wenn du das richtig interpretierst. Und funktioniert nur in dir. Und deine Vorstellungskraft ist in dir. Die ist nicht außen. Es ist nichts im Außen, wenn du etwas interpretierst. Du interpretierst es selber. Nur du interpretierst. Du alleine. Mit dem, was für dich wahr ist. Und das, was für dich wahr ist, kannst du verändern. Und ich lade dich ein, dass ich dir das beibringen darf. Du bist jetzt hier, für möglich, auf meinem YouTube-Kanal. Abonniere ihn auf jeden Fall. Es gibt permanent gratis Support-Videos. Du bist jetzt hier auf meiner privaten Facebook-Seite. Komm in meine Divine Creation Facebook-Gruppe. Da mache ich viele, viele, viele Videos. Da kannst du mir Fragen stellen. Da sind viele, viele Frauen drin, die schon Erfahrung haben, die ihr ganzes Leben komplett umgekrempelt haben, die von krank auf gesund gekommen sind, die von arm auf wohlhabend gekommen sind, die von abgelehntes Mäuschen in einer traurigen Beziehung in eine glückliche Traumfrau sich verwandelt haben. Und wenn es eine kann, wenn es nur eine einzige kann, wenn es nur ein einziger kann, dann kann es jeder, weil es ist Gesetz. Wir sind hier dem göttlichen Gesetzen unterworfen, unterlegen, aber wir müssen sie auch kennen und wir müssen mit ihnen arbeiten lernen. Und das hat uns keiner beigebracht und ich sag's nochmal, in der Kirche ist ja gesagt worden, der liebe Gott ist da oben. Und du musst so ein ganz, ganz braves Mädchen sein oder ein ganz, ganz braver Junge, sonst straft er dich. Und solange du noch irgendwo mit diesem Mindset rumläufst, dass irgendwo eine Strafe auf dich lauert, dann wirst du Angst haben. Eine Strafe oder eine Konsequenz und dann wirst du Angst haben. Und Angst ist das Gegenteil von Kraft. Angst ist das Gegenteil von Power. Und diese Wahrheiten darfst du für dich implementieren. Und das ist so geil. Es macht so viel Spaß auch. Und es ist so anders. Und es ist so unbekannt. Aber es ist so, wie es wahr ist. Es ist so wahr. Und wenn du spürst, dass es wahr ist, was ich dir sage, und wenn du gemerkt hast oder irgendwo eine kleine Ahnung hast, dass es die Wahrheit ist, dann weißt du, dass es die Wahrheit ist, weil die Wahrheit ist in dir drin. Mit dieser Wahrheit bist du hierher gekommen als Baby auf die Welt. Mit diesem Selbstverständnis bist du hierher gekommen, bis du konditioniert worden bist, bis du informiert worden bist mit einer Lüge, sage ich so gerne. Und jetzt liegt es an dir, die Lügen aufzudecken und die Wahrheit zu erkennen und zu leben.
Und dann leidest du nicht mehr Not, dann wirst du nicht mehr abgelehnt, dann bist du nicht mehr traurig, dann bist du erfüllt. Dann fühlst du dich in Kraft und Macht und Power. Und weißt du was? Dann wird sich dein Leben im Außen für dich so zeigen. Und während andere noch vielleicht ein Leben in Elend sehen, darfst du dir erlauben, ein Leben in Fülle und in Freude zu sehen. Und weißt du, was noch viel geiler ist an der ganzen Geschichte? Wenn du das tust und wenn du hier zeigst, wie das geht und ein Vorbild bist für diese Lebensweise, diesen Lifestyle, diesen göttlichen, liebenden Lifestyle, dann erlaubst du anderen es auch zu tun. Und so kannst du die Welt verändern. Und nicht mit Schreien, Kreischen, Kämpfen, Schimpfen, Wettern, Verdammen, Verfluchen, Ablehnung, all das, was wir ursprünglich gelernt haben. Es hat noch nie zu was geführt. Weder im Kleinen, mit Partner, Kinder, Family, noch im Großen. Aber im Großen und im Kleinen bewirkst du alles, wenn du in deiner Power bist. Ich möchte jeden einladen, in seine Power zu treten. Ich sage hier, ich biete Coaching, ich biete Unterstützung, ich biete Mastermind, ich biete Community. Du darfst dich gerne an mich melden, wenn du möchtest. Wenn nicht, such dir was anderes, das dich in deine Kraft bringt. Aber mach's einfach. Sei einfach kein Opfer mehr. Weiß, wer du bist. Lern, wer du bist. Such dir dort Bestätigung, wo die Wahrheit gesprochen, gelebt und gedacht wird. Und hör auf, dich irgendwo mit irgendwas zu verbünden in einem Jammertal, das dich nur weiter in ein Jammertal bringt. Jetzt ist an der Zeit. Jetzt ist wirklich, wirklich, es ist so, so wichtig, dass mehr Menschen das verstehen und begreifen und sich in ihre Macht reinsetzen. Also abonniere meinen Kanal, es gibt immer wieder neue Videos, komm auf jeden Fall in meine Facebook-Gruppe und ich freue mich, wenn ich dich erreichen konnte, ich freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte und glaube mir, ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich weiß, dass es der allereinzigste Weg ist und du wirst, wenn du in meiner Facebook-Gruppe bist, bestimmt noch von anderen Ladies hören, die sich getraut haben, einfach zu sagen, das, was es war, ist es nicht. Ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Aus meiner Liebe, aus meinem Herzen entsteht eine neue Welt. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und bis bald.